Alle Achtung, hier im Glitchgletscher Plus sind wir noch nicht sicher. Denn vor allem hier in diesem Level müssen wir aufpassen, dass unser kleiner Mini-Mario nicht von irgendwelchen Felsbrocken gequetscht wird und davon kaputt geht und wir weniger Sales machen. Das können wir nicht zulassen. Deshalb müssen wir uns das überlegen, dass es dem Mini-Mario wieder gut geht. Ich überlege gerade, was können wir denn generell hier machen? Das hier könnten wir machen, aber das hilft nicht. Oder? Schau mal kurz drüber. Ja doch, das ist so richtig eigentlich. Okay, ich zeige euch, wie wir das machen müssen. Es ist nicht einfach, deshalb immer schön zuhören, Kinder. Und lernen. Der Mini-Mario muss sich beeilen. Immer den Erwachsenen folgen, Kleine. Sonst haben wir ein Problem. Okay, das war jetzt ein bisschen weit in die Ecke, aber passt schon. Da folgt uns ja noch. Okay, das ist ein bisschen unnötig gemacht hier, aber na gut, wenn es sein muss. Ah, nee. Hier, hoch. Warum gehst du nicht hoch? Hoch, hoch. Rüber. Ja? Hier rüber. Na, jetzt ist wieder so ein Blödsinn. Egal, komm einfach rüber. Aber wir sind noch nicht fertig. Du musst hier rüberspringen, Kleiner. Okay. Ach, warte, der muss da runter. What? Ja doch, er muss da runter. Ich kann das nicht machen. Wie kriege ich den Kleinen denn da nach unten? Mit dem Trampolin? Ja. Ich glaube, mit dem Trampolin. Ich meine, er kann mir jetzt ruhig folgen. Das stört jetzt nicht. Ist vielleicht sogar besser, wenn er da oben bleibt. Und ich hier entspannt rüberlatsche. Wow, ist er knapp. Das war ein bisschen zu knapp, wenn ihr mich fragt. Oh, der Kleine hat sich wehgetan. Oh nein. Komm hoch hier. Okay, Kleiner, du musst dort stehen bleiben. Bleib stehen. So. Hol mir mein Geschenk ab. Dankeschön. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ja, wir sind fertig. So, ab ins Ziel. Oh nein, da kann er nicht hoch. Hurri, hurri, wir müssen nochmal auf die andere Seite. Das ist dein Ernst. Komm runter. Ich muss dich beschützen, Kleiner. Oh mein Gott, schaffen wir das noch im Zeitlimit? Ah, okay, man soll das Geschenk hier als allererstes holen, indem man einfach das Trampolin nach rechts leiden lässt und halt genau das macht, was ich euch schon vorhin gezeigt habe. Also, ja, ich mache das ja eben fertig. Ihr wisst ja ganz genau, wie es jetzt funktioniert. Ich habe es euch ja literally vorhin erst gezeigt. Und das macht auch Sinn, warum man erstmal den blauen Schalter aktivieren muss. Das macht man hier direkt in dem Schritt. Okay. So. Ja, das zeige ich euch dann gleich, wie es weitergeht. Perfekt. Jetzt haben wir es. Also, eigentlich kein schweres Level. Ich habe nur gedacht, dass man das Geschenk rechts als letztes holen soll. Nein, ganz wichtig, als erstes holen. Sonst, wie ihr gesehen habt, verschwendet man sehr viel Zeit. Aber gut. Wir haben nur noch ein Level hier vom Glitchgletscher. Bis wir dann mal wieder zum... Was ist es jetzt? 10. Mal oder so? Nee, schon viel öfter. Zum... Ich glaube 14. Mal oder so. Auf jeden Fall Donkey Kong beseitigen. Viele Fluchtorte kann der eigentlich gar nicht mehr haben. Deshalb können wir uns da glücklich schätzen. Oh Gott, hier muss er sich beeilen, der Kleine. Aber nicht zu sehr beeilen. Hey, 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 hey! Ich darf mir doch nicht zu sehr beeilen! Immer diese Kinder, die nicht zuhören! Ah! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Ich muss da hoch! Papi muss da hoch, Kleiner, du musst warten! Bitte Papi nicht folgen! Gut! So, Kleiner, du musst da jetzt rein, in die Box, die du geopend hast. Ich glaube, jetzt muss ich einfach... den Schalter aktivieren? Ist kein Schalter. Muss mitkommen. Okay, ich komme mit. Ah, hier unten geht's weiter. Wow, wow. Okay, erstmal so. Jetzt überlegen, was wollen wir machen? Okay, ich verstehe. Aktivieren. Ja, perfekt, du hast das schon mal. Okay. Ich bin doch da. Wieso come back? Okay, komm runter. Komm runter. Okay. Jetzt pass auf. Wir müssen hier lang. Du musst da lang sliden. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch ganz schnell den blauen Schalter aktivieren, bevor du da gegen knallst. Und das war's.
Okay. Ich finde, das Level und das davor hätten eigentlich auch am Anfang der Welt sein können und nicht am Ende, aber na gut. Hat zumindest was von Anfang einer neuen Folge. So, und was auch was hat, ist DK direkt am Anfang eine zu verpassen. Aber ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf Welt 7. Ich glaube, darauf freue ich mich heute. Achso, stimmt. Ganz vergessen. Ich bin ja pleite. Ich brauche erstmal ein paar One-Ups. Oh ja, ganz vergessen. Ich will auf gar keinen Fall Game Over gehen, ne? Ich werde es bestimmt leider tun. Irgendwo ganz am Ende des Spiels. Wirklich komplett am Ende wahrscheinlich. Aber ich gebe mein Bestes, Freunde. Ich gebe mein Bestes, dass das nicht passiert. Warte, hatten wir nicht genau dieses Layout schon mal? Also dieses Level-Layout? Oh mein Gott. Ich kann diesen Backwards-Jump nicht so gut. Das ist auch ein One-Up. Das ist wichtiger. Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Warum ist das hier? Keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mit. Weil es uns gut tut. Und es ist ein Hut. Der tut mir gut. Ja. Yeah. Komm. Nein, keine 20. 19. Ach, wird schon reichen. Na, klasse. DK. Deine Kult. Ja. Dein Krawall. Was soll ich hier nochmal machen? Ach, das war das. Ich erinnere mich. Aber jetzt ist es schwieriger geworden. Ja, es ist schwieriger geworden. Komm, bam. Ja, weil da oben auch das... Daran kann ich mich erinnern. Das hat mich richtig abgefrickt beim ersten Mal, als wir dieses, also diesen Bosskampf gemacht haben. Also den normalen Bosskampf, meine ich. Das hat die ganze Zeit diese... Dieses Eis von oben runter geknallt ist manchmal. Das war echt nicht einfach, dagegen vorzugehen. Da, genau das. Naja, das habe ich gut hinbekommen, aber das wird nicht immer funktionieren. Ja, mach ruhig immer in der gleichen Linie, du. Oh, da muss ich jetzt schnell dann kommen. Okay, und rüber. Das leitet ja langsam in seine Richtung und das ist wieder das Problem. Nein, ich möchte es im First Try schaffen. Ich will es im First Try schaffen. Wenn ich es nicht im First Try schaffe, bin ich enttäuscht. Bin ich traurig. DK, du willst doch nicht, dass ich traurig werde, oder? Doch, wahrscheinlich wird er das schon. Okay, sobald ich den einmal erwischt habe mit dem Fass, muss ich sofort aufpassen, dass ich ganz nach unten gehe und vor allem in Sicherheit gehe. Und halt, ja, unten ist halt die einfachste Variante, in Sicherheit zu sein. Oh. Das macht er immer, nachdem er sich wechselt? Nee, macht er nicht. Der macht das vielleicht random? Keine Ahnung. Ja, komm, geh ruhig hoch, geh ruhig hoch. Aufpassen! Okay. Mitnehmen. Spring! Spring! Bam! Ein Leben noch, ein Leben noch. Okay, hier sind wir chill. Hier sind wir chill. We chillen, we chillen. Oh Gott. Komm. Nein, das ist nicht das, was ich will. Das ist auch nicht, was das will. Das ist das, was ich will. This is what I want. Yes, yes, this is what I want. Yes, yes. Die Victory, Mucke. Ich hype nochmal richtig auf. Jetzt auf Welt 7. Oh Gott, auf Welt 8 habe ich gar keinen Bock. Weil das sind die ganzen Roboter und Laser. Aber Welt 7? Ich tue mal so, als wüsste ich jetzt ganz genau, was Welt 7 nochmal war. Aber doch. Da habe ich jetzt Bock drauf. Komm, hau raus. Wahrscheinlich keinen neuen Background, oder? Wann hatten wir neue Backgrounds? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass Welt 1 Plus und Welt 4 Plus neue Backgrounds hatten. Ach, der Mysterienforce war das. Der war okay, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern. Und freue mich dann trotzdem drauf. Egal. Ich freue mich eigentlich wirklich nur auf diese Welt, weil es noch nicht Welt 8 ist. Das ist wirklich der einzige Grund. Ah, und die Picken Shy Guys! Yippie! Waren das nicht einfach die Mäuse aus dem Gameboy-Teil? Ich glaube, das waren die. Falls ich mich richtig erinnern sollte. Wake up, little guys! Little Fall Guys? Okay. Ah, auf dem kann ich nicht stehen. Ich dachte, auf dem kann man stehen, aber nee, der hat dann so eine Spitze vorne. Okay, kann man also vergessen. Was will ich denn dann hier machen? Der Mini-Mario, der killt sich doch einfach nur bei dem. Vielleicht will ich den Mini-Mario gar nicht aufwecken. Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das, ihn nicht aufzuwecken?
Tatsache, das geht. Okay. Das macht's einfacher. Mach du mal deinen Blödsinn. Okay. Jetzt habe ich ein noch größeres Problem eigentlich. Aber wartet mal, wartet mal. Ich probiere erstmal was bisschen aus. Da oben ist noch ein Geschenk, was nur Minimare holen kann. Das kann ich selber holen. Ja, okay, wenn ich gut wäre im Game, ne? So. Das war easy. Und ich glaube, dass wir jetzt hier wieder zurück wollen. Okay. Genau. Jetzt den kleinen Mann wecken. Ah, warte mal. Ich glaube, ich hab's jetzt sogar. Mhm. Eigentlich wollen wir, dass er da runter geht, oder? Komm mal mit, folgt mir. Bam. So, jetzt haben wir den Vorteil, dass der Kleine mitkommen kann. Aber wir machen es erstmal anders. Mhm. Jetzt haben wir es fast. Jetzt haben wir es. Naja, Mario, Mario. Okay, so, jetzt habt ihr die Lösung. Jetzt aufs Trampolin gehen. Weil der Mario folgt einem eigentlich immer nur, wenn man das Trampolin geht mit nach oben. Genau, perfekt. Wir müssen hier runter, Kleiner. So, du wartest da. Während ich hier hochkletter. Sag rüber. Okay, das klappt. Perfekt. Perfekt. Hat alles tippitoppi geklappt. Yippie! Ja! Ich sag ja, ich bin einfach Pro in diesem Game. Also, da kann man halt nichts gegen argumentieren, ne? Ja, noch lobe ich mich. Wir werden sehen, wie lange das anhält. Wahrscheinlich direkt nächstes Level richtig schwer. Ich komme nach 10 Minuten nicht weiter. Oder? Ah, die Piranha-Pflanzen sind back. Back at it again. Aber die waren okay. Piranha-Pflanzen waren eigentlich noch nie wirklich ein Problem. Das sage ich jetzt. Wir werden mal schauen, was ich dann danach sage. Also jetzt gleich. Okay, das ist easy. Was haben wir dann auch noch oben? Okay. Ich glaube, ich gehe erstmal alleine nach oben. Check erstmal alles ab. Guck erstmal, wie man alles machen muss. Hol die beiden Geschenke, die Mario selber holen kann. Und. Achso, das da unten kann ich auch noch selber holen. Nee, kann ich nicht. Erst wenn ich. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich Idiot. Ich würde den Schalter aktivieren. Bin aus dem nach ganz oben gesprungen. So, was ich eigentlich machen wollte, ist den Schalter aktivieren, damit ich mich hier rüber ducken kann. Minimare wäre dann wahrscheinlich einfach nur nach oben gedüst. So, das haben wir alle Geschenke. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist den kleinen Racker wecken. Okay, nach oben verfrachten. Da kommt er einfach direkt mit in den Trampolin. Und jetzt müssen wir ganz besonders aufpassen, dass hier nichts schief geht. Aber wirklich gar nichts. Und go. Komm schnell mit. Okay. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. We got this. We in this, we in this. Okay. Okay, das ist nicht so einfach. Okay, renn, 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 renn. Wir haben's. Okay. Habe ich sehr schnell begriffen. Ich bin nicht einmal in die Piranha-Pflanze gestorben. Ich bin nur einmal gestorben wegen den Stacheln, weil ich irgendeinen Blödsinn gemacht habe. Ich bin außersehen nochmal weiter nach oben gesprungen. Dabei wollte ich gar nicht so hoch springen. Das war ein Fehler. Das kann mal passieren. Ja, das passiert den Besten. Selbst den E-Sportlern passiert sowas. Aber frag nicht mich, frag die E-Sportler. So. Der Bob-Bob ist, glaube ich, jetzt keiner. Der ist nur auf dem Bild, weil der sich cool fühlt dort. Warte mal, hier ist ja jetzt alles dunkel, ne? War das nicht so, dass das normalerweise alles hell war, also am Tag? Dann ist ja auch ein neuer Hintergrund, technically, oder? Ich glaube schon. And that's pretty cool. That is pretty awesome. Was machen wir denn hier? Okay, das nicht. Ich mach's mal den Schalter. Ich hab eine Idee. Rüber! Schade.
Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Okay, was uns erneut. Vielleicht muss ich mich einfach nur beeilen. Ach, dafür ist die blaue Plattform hier, da. Bumm. Ja, okay. Boing. Da kommt er gar nicht lang. War es überhaupt notwendig? Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wie komme ich überhaupt weiter mit dem Kleinen? Der kann da rüber. Das ist gut. Jetzt roter Schalter. Jetzt ist da unten. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, da unten waren Stacheln. Die habe ich gerade gesehen und bin sowieso gestorben. Und was der? Sehr, sehr gut. Ja, der Bombe, die Bombe da hinten, die können wir eigentlich ignorieren. Das war sehr, sehr knapp leider gerade. Der Mini-Mario, der macht halt immer, was er will, ne? Er ist sein eigenes Individuum. Ich kann dem kleinen Racker nicht sagen, was er tun soll und was nicht. Ich kann jetzt hier nur aufpassen, dass ich selber hier nicht sterbe. Aber so sollte es klappen. Kann der nicht springen? Oh, okay, jetzt. Mit seiner All-Animation springt er. Da muss halt wirklich einfach warten. Yippie! Geschafft! Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, wir werden jetzt noch hier ein bisschen weitermachen mit Welt 7 und in der nächsten Folge Welt 7 und Welt 8 abschließen. Das ist der Plan. Und danach machen wir eine Bonusfolge mit den Profi-Leveln? Fragezeichen. Wollt ihr das? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. I can't hear you. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir sogar Welt 7 jetzt schon durch. Drei Level plus DK. Ein bisschen knapp. Okay, lass mich erstmal selber erkunden. So wie immer. Okay, auf den kann man nicht drauf springen. Das ist hier kein Mario Maker. Ich kann hier aber nach oben. Oh Gott, das war's lieber. Okay, ich hätte nicht genug Zeit gehabt. Egal. Da kommt der Mini-Mario nur dran. Ja. Okay. Das ist das Level, also. Wow! Knapp. Aufpassen, aufpassen. Hey, come back, Mario! So. Du kannst hier rüber jumpen, ne? Perfekt. Renn bitte schneller. Okay, hier rüber. Boing. Gut, 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 gut. Boing. Hoch, hoch, hoch. Oh, ich denke, hoch! Leider muss ich jetzt alles nochmal neu einsammeln. Also, so schlimm ist es nicht, aber ist schon etwas nervig, ehrlich gesagt. Nein, komm her, komm her. Komm nicht her. Okay, ich glaube, er soll das so holen. Alter, ernsthaft jetzt. Ich bin jetzt schon so oft. Oh mein Gott, der Mini-Mario stirbt ständig. Ich zeig euch mal, was hier abgeht. Das ist echt krank. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ehrlich gesagt. Ich werde das jetzt Game Over gehen wahrscheinlich. Ja, okay. Mach halt irgendwas anderes. Ich war jetzt einfach zu schnell. Ja, egal wo ich stehe. Ich habe keine Ahnung, wo die hinzielen, wo die hinschießen. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu schwer. Sorry, ich sag es wirklich so, wie es ist. Das ist mir einfach zu schwer. Ich weiß auch nicht, was sie hier sich dabei gedacht haben. So, ich weiß nur, dass um hier ranzukommen, wie bist du jetzt nach oben gelangt? Egal, solange du nicht stirbst. Ich kann ja hier rüber. Ja, ist jetzt nicht dein Sch. Natürlich kommt er genau dann hoch, wenn da die blöde. Alter, wie wurde ich da getroffen? Habt ihr das gesehen? Ich bin fast Game Over. Ja. Ich kann das Level nicht, sorry. Sorry, ich kann das Level nicht. Nein, ich meine das ernst. Ich kann das Level einfach nicht. Ich sag das nicht so, weil ich jetzt fast Game Over bin, sondern. Ja, okay, vielleicht sag ich jetzt wirklich einfach, weil ich fast Game Over bin. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das ist mir einfach zu schwer. Ja, egal. Das. Letztes Leben. Ja, komm, schleich das einfach rein. Für den Content. Yay. Dieses Level bricht mich. Ich hoffe, der kleine Mini-Mario ist das safe. Jetzt kann ich runtergehen. Jetzt habe ich das zumindest. Vielleicht ist er jetzt einfacher. Schaut mal, vielleicht ist es ja jetzt einfacher. Kopium, keine Ahnung. Kurz warten. Okay, rüber, 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 rüber. Vielleicht ist es ja viel, viel besser, wenn ich erstmal oben das Geschenk hole. Weil das Geschenk ist vielleicht das Problem hier. Okay, runter, 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 runter. Sehr gut.
Komm, 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 komm. Hoch, 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 rüber. Nein! Oh, und ich war so close. Ich hatte den Plan, ich hatte den Plan, ich hatte den... Aber wir haben es nicht geschlagen. Ich bin nur sehr enttäuscht von mir selber, dass ich jetzt wirklich einfach ein Game Over einstecken muss hier. Es tut einfach weh. Was soll ich sagen? Aber lasst mich mal wissen, ob ihr genauso Probleme hattet mit dem Level. Oder ob ihr selber Game Over gegangen seid. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, dass irgendwer genauso Probleme hatte mit dem Level. Und das nicht nur mein Skill-Issue ist hier. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich mach das alles in der richtigen Reihenfolge jetzt. Alles chillig. Wir holen den Mini-Mario ab. Warten hier, bis diese Formation von Kanonen schießt. Jetzt können wir schnell rüber. Mhm. Warten hier auf den Mini-Mario. So, das Geschenk haben wir vorhin geholt, deshalb hier warten wir jetzt. Okay. Jetzt. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Komm, 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 komm. Er stirbt jetzt unten, oder? Nochmal Game Over. Okay. Also wie gesagt, hier immer warten, bis sie die Formation machen. Am besten hier chillen. So lange warten, bis die hiermit fertig sind. Jetzt können wir hoch. Jetzt warten. Jetzt hoch. Hier rüber, Kleiner. Pass ab! Okay, anderes Timing diesmal. Aber sollte ja nicht schlimm sein. Versteck dich hier in der Ecke. Wir müssen. Jetzt. Hier hoch, bitte, bitte! Alter, Alter! Ich sag ja, ich bin einfach Pro in diesem Game. Also, da kann man halt nichts gegen argumentieren. Ne? Ja, noch lobe ich mich. Wir werden sehen, wie lange das anhält. Nächstes Level richtig schwer. Ich komme nach 10 Minuten nicht weiter. Ey, ich fange an zu heulen, Alter. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. I made it! I made it! Ah! Oh, bitte spiel. Warum? Hey, 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 Kumpel, Kumpel, Kumpel! Spiel. Just chill out, Alter. Ich wasch durch. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Warte, warte, stopp, 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 stopp. Komm, bitte! Ja! Ja! Ich sag nie wieder nur noch ein Level. Oh Gott! Ich saß jetzt so lange, ich hätte daraus eine eigene Folge machen können, aber ich schneide das alles raus. Das ist ja, ich bin ja einfach nur größtenteils gestorben. Ey, falls ihr mehr Suffering sehen wollt, schaut die nächste Folge. Da spiele ich die Welt zu Ende und Welt 8 zu Ende. Und bin dann durch mit den Pluswelten. Und dann habe ich einfach noch die Pro-Level. Mal gucken, ob ich die auch noch mache. Yay! Ich bin raus, Alter. Ich kann das nicht mehr. Ich bin raus, Alter. Ich mach das ohne mich.